Okidoki, Leute, wir sind jetzt ganz oben in den Turm. Kamu-Rüstung, ich erhalte wohl seine Rüstung. Ich habe noch ein Dolch gefunden und eine Perlenkette. Okay, ich wusste, dass ich diese Items wohl brauchen werde. Hier sind noch ein paar Gegner. Aber ich glaube, hier gibt es kein Rätsel mehr, oder? Also falls es hier noch ein Rätsel gibt, das kann ich mir im Moment gerade nicht vorstellen. Ich glaube, es sind einfach nur so ein paar Gegner drin, um sich vielleicht noch mal ein bisschen zu trainieren. Aber ich habe die Gegenstände jetzt erhalten. Ich gehe mal gleich auf Rüstung. Maxim geben wir natürlich das Beste vom Besten. Wir haben einmal Feuerdolch. Und der ist extrem stark. Der macht... Wow, der macht schon was gut. Ich denke mal, den nehmen wir. Feuerdolch kann ein Dolch mit der Kraft des Feuers. Dreimal stärker als die normale Attacke Feuerwelle. Das gefällt mir natürlich gut. Schade um das Donnerschwert, aber wir wollen jetzt das Ding hier. So, einmal ausrüsten bitte. So. Leider kann er diese Kamu-Rüstung nicht ausrüsten. Leider kann er diese Kamu-Rüstung nicht ausrüsten. Das macht leider nur unsere Stats runter. Hier haben wir noch den Adlerstein, den brauchen wir nicht. Ich würde mal sagen, wir gucken mal bei... Mal bei Tier. Hier, wir hätten ja eine Perlenkette. Die sorgt für Auftrieb. Und zwar 10 Punkte bei Integrität und Abwehr. Auch um 2 Punkte, dann nehmen wir das natürlich. Sie kann auch nicht die Kamu-Rüstung anlegen, warum auch immer. Ne, hier haben wir nur Downgrades. Stimmt, geil natürlich. Mal gucken. Mit noch ein Kukri. Er kann diese Rüstung anziehen. 177. Boah. Das sind mal Werte. Also er nimmt diese geniale Rüstung. Wir haben leider nichts mehr. Den Adlerstein hat er schon. Also ich würde sagen, es hat sich einigermaßen gelohnt, ne? Hä, wir hatten doch nochmal was. Für sie. War da nicht so? Ach stimmt, das war die Perlenkette. Genau, dann passt es alles. Ich weiß nicht, jetzt müsste ich ja den ganzen Weg wieder runterlaufen. Ich würde sagen, ab hier spule ich nochmal kurz runter. Also wir sehen uns gleich wieder. Nee, Leute, stimmt. Ich könnte ja theoretisch auch die Flucht benutzen. Ich muss ja nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Tasche? Ich glaube, ich habe nochmal Flucht. Ja, dann benutzen wir das jetzt. Hier haben wir nichts mehr verloren. Ich könnte auch nochmal in die Stadt gehen, aber wir sind ja eigentlich aufgeladen. Wir sind ja nicht angeknackst oder so. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter. Hier ist schon die nächste Stadt, das nächste kleine Dorf. Clamento. Hallo, wer bist du denn? Der Südturm hat gebebt. Was ist passiert? Der weiß auch noch nicht, was passiert ist. Sprech mal wieder mit den Leuten. Ist das nicht ein schöner Ring? Ja, wirklich hübsch. Ist der aus Glas? Ja, du kannst ihn dem Glasladen... Ja, du kannst ihn in den Glasladen kaufen. Okay, hier gibt es einen Glasladen. Was ist das denn? Ist das der Glasladen? Willkommen im Zauberladen. Nee, das ist eine ganz normale Zauber. Wie ihr seht, bei allen diesen Zaubern... Oh, es gibt neue Zauber. Also bei all diesen Zaubern ist Sky immer derjenige, der sich hinhockt. Das heißt, er kann überhaupt keinen Zauber benutzen. So, Funke haben wir. Schock könnte noch der gute alte Maxim ausrüsten. Tropfen haben wir ausgerüstet. Stark haben natürlich beide. Was ist Panzer? Erhöht im Kampf die Abwehr. Das ist natürlich sehr geil. Wir haben auch genügend Punkte. Ich würde sagen, wir kaufen das mal. So, du nimmst es natürlich. Erlösung. Hebt Paralyse auf. Ich glaube, das kaufen wir auch. So, Flucht. Hey, wir können Flucht. Bringt dich sicher aus Labyrinthen. Ich glaube, das kaufen wir jetzt auch. Ich glaube, das wäre einfach am besten, wenn wir das immer dabei haben. Das ist sehr geil, dass wir das jetzt haben, finde ich. So, Sturm, das haben wir alles. Und Maxim braucht das eigentlich nicht erlernen. Ich könnte es ja nochmal beim nächsten Mal machen, wenn wir etwas mehr Geld haben. Aber das ist ganz gut, dass wir das jetzt haben. So, mit der haben wir schon gesprochen. Ich gehe mal hier in dieses Haus rein. Wer bist du denn? Hallo. Das sind echte Kunstwerke aus Glas. Hast du die alle hergestellt? Nein, mein Mann ist der Künstler. Wirklich? Ist er zu Hause? Nein, er ist unterwegs. Er sucht schöne Dinge, um sie in Glas einzugießen. Aber er müsste schon lange zurück sein. Er war noch nie so lange weg. Entschuldigt, ich rede zu viel. Habt ihr etwas gefunden, das euch gefällt? Okay, wir müssen anscheinend den
Mann finden von ihr waren. Also wir haben hier Ohrschmuck. Okay. Das kann nur sie tragen. Aber im Grunde genommen kriegen wir dafür nur Minuspunkte. Also das sind mir gerade ein bisschen zu stark. Ich meine zum Beispiel Mut würde nur um 2 Punkte steigen. Nur bei diesem Ding hier wird es was bringen. Nee, da wird es eigentlich nur 1 Punkt bei Abwehr. Da sind es 3 Punkte. Nee, das, ich finde, das bringt alles irgendwie nichts. Wenn ihr wisst, was ich damit anfangen soll, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Dann weiß ich, was ich da kaufen soll. Ja, hier ist nichts mehr. Der Mann, der muss wahrscheinlich irgendwo verschwunden sein. Hier können wir noch was kaufen. Ach nee, das ist einfach nur ein Inn. Da können wir uns schlafen legen. Aber wir sind gerade topfit. Deswegen würde ich sagen, das heben wir uns für später auf. Sagt mal, Leute, habt ihr das Gerücht über den Apfelrubin schon gehört? Nö. Der reichste Mann des Dorfes will den Rubin in einer Form eines Apfels unbedingt haben. Aber der Apfelrubin ist in der Nordhöhle. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wenn ihr ihn findet, wird er euch zu einem sehr guten Preis abkaufen, okay? Das hört sich doch gut an. Was haben wir hier im Shop? Hallo. So, Krafttrank. Aufwecken, Schrei, Marginale, Warp. Wie viele habe ich davon noch? Ich nehme davon nochmal 5 mit. Vielleicht haben wir auch später noch einen Zauber. Flucht brauchen wir jetzt nicht mehr. Krafttropfen erhöht STR während des Kampfes für kurze Zeit. Okay. Wumme. Wumme hat sich unglaublich gut bezahlt gemacht. Ich denke mal, beim letzten Mal haben wir nur 2 gehabt. Jetzt nehmen wir mal einfach 3 mit. Waffen. Wir haben wieder dieses Schwert und wir haben eine Rute für die gute alte Hexe hier. Sie hat jetzt auch bald 100 Angriff. Das ist sehr gut. Das finde ich sehr gut. So. Federrüstung. Wir haben hier eine Laberkutte. Das wollte doch der Fumi haben, oder? Aber das passt dir gerade so gut und es kostet 1600. Hm. Okay, das würde etwas Minus machen in Magika. Das ist natürlich sehr schlecht. Aber 6 Punkte würde es hochgehen. Holzhelm bringt natürlich nicht viel. Das sind 9 Punkte und da sind es 1, 2, 3, 4, 5. Holzhelm, Holzschild. Dass die uns überhaupt noch Stats hochgeben. Aber ich denke mal, ich will diese Laberkutte einmal haben. So, die kriegst du. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich Minuspunkte will. Es sind dann 4, 5, 6, 7 Punkte hinzugefügt. Ich denke mal, wir sind jetzt eigentlich stark genug. Wir brauchen jetzt nicht mehr so viel Geld dafür ausgeben. Ich gucke nochmal kurz den guten alten Fumi an. Will der immer noch diese... Ne, jetzt will er einen Armreif. Oh, der ist so eine Diva geworden. Wir haben doch gar keinen... Ich habe einen Armreif. Verdammte Scheiße, ich habe einen Armreif. Jetzt will er Apfelsaft. Wo kriege ich denn jetzt Apfelsaft her? Ja, dann gehe ich mal schnell in den Lidl. Nee, heute ist Sonntag. Hm. So. Ich würde ganz gern speichern. Ah, okay. Der kleine Tempel im Nordwesten gehört Claude. Ich glaube, das heißt Claude, oder? Man sagt ja nicht Claude. Ihr braucht eine Erlaubnis, um hindurchzudringen, hindurchzugehen. Hm. Das kann ich für euch tun. Ja, Spekern bitte. Ja, bitte. So. Fast alle auf Level 20, sehr gut. Ich würde mal sagen, wir gucken uns noch ein bisschen weiter hier um. Ich finde es gerade ein bisschen idyllisch. Claude, der reichste und mächtigste Mann des Dorfes, lebt in einem riesigen Haus da hinten. Okay. Willst du dir die schönen Kunstwerke aus Glas unten im Laden ansehen? Habe ich schon. Oder vielmehr, nee, noch nicht. Da fehlt ja noch der Typ. Ich hörte, Jaffa hat seine Glaskunst vor langer Zeit auf dem Ostkontinent gelernt. Der Apfelrubin wurde von Jaffas Lehrer gemacht und er ist jetzt der Nationalschatz. Okay. Ich denke mal, dieses riesige Haus gehört ihm. Mehr wird es hier in dieser Stadt nicht geben. Hier ist noch ein kleiner Brunnen. Hallo, Brunnen. Hallo. So. Das ist wohl dieser Jaffa. Nee, Claude. Ich bin Claude. Der reichste Mann im Dorf. Ich verstehe, seid Krieger. Wart ihr schon mal in der Nordhöhle? Nein, aber warum fragst du? Es gibt ein Gerücht, dass dort ein Rubin in der Form eines Apfels ist.
Leider sind dort zu viele Monster, so dass ich nicht an den Rubin herankommen kann. Ich muss den Rubin aber einfach haben. Verkauft ihn an mir, wenn ihr ihn findet. Natürlich zahle ich euch etwa... Natürlich zahle ich, was immer ihr fordert. Ich bin nicht geizig. Ich weiß, wie man mit Geld umgeht, sonst wäre ich nicht so reich. Liebling, der Glasladen hat die Miete immer noch nicht bezahlt. Die sind immer zu spät. Was schon wieder? Ich habe ihnen gesagt, wenn das nochmal vorkommt, fliegen sie raus. Was machen wir? Mal sehen. Ups. Belästige unsere Gäste doch nicht mit solchen Dingen, Liebling. Warum nicht? Es ist doch nichts Falsches daran, die Wahrheit zu sagen. Hast du nicht noch etwas draußen zu erledigen, Liebling? Schon gut, schon gut. Entschuldigt, ihr Benehmen. Wie peinlich. Ja. Uns gehören alle Häuser im Dorf. Die Miete alleine bringt uns ein kleines Vermögen ein. Natürlich gibt es auch einige, die nicht pünktlich bezahlen. Okay, wir sollen also zu dieser Nordhöhle gehen. Ich würde sagen, ich speichere nochmal kurz ab, wenn die mich nicht den Weg hier blockieren würde. Ja, gehst du mal bitte da weg? Schieß ich gleich mit dem Pfeil ab. So. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen in die Höhle rein. Ja, wir sind ja alle auf Level 20. Oh, das muss ich wohl übersehen haben. So, wo ist denn diese Nordhöhle? Die liegt natürlich im Norden. Oder da ist eine Treppe. So, ein paar Gegner, die machen wir noch schnell platt und dann gehen wir schnell zur Höhle. Na komm schon. So stark sind die nicht, Giftkäfer. Die können uns jetzt auch nichts mehr anhaben. Wir haben ja genügend Gegengift, wir haben ja Serum. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da lang laufen soll. Ne, hier würde es weitergehen, oder? Tempel nach Pandoria. Okay, hier ist jemand, dieser kleine Tempel gehört Claude aus Clemento. Ihr braucht Claudes Erlaubnis, um zu passieren. Keine Erlaubnis. Also, so oder so, wir müssen ihn diesen Rubin holen, um weiterzukommen. Denn wir brauchen ja die Erlaubnis vom Meister. So, auf euch habe ich jetzt gerade gar keinen Bock. Wir müssen nämlich hier lang. So, hey, da sind neue Spinnen. Die haben bestimmt viel Gift dabei. Mal sehen, wie stark die sind. Na, scheint nicht sehr stark zu sein. Aber sie werden uns wahrscheinlich bei jedem Treffer vergiften, oder? Mal schauen. 17 Angriff. Nicht schlecht. Ah, er ist wohl eingepennt. Ich würde sagen, du greifst nochmal den hier an und du versuchst ihn aufzuwecken. So einen Aufwecker habe ich ja eigentlich noch gar nicht, ne? Erlösung. Mit Paralyse auf. Aber ich habe einen Aufwecker in der Tasche dabei. Aufwecken. Da, hier, komm. So, du hörst auf zu pennen, Guy. 150 Angriff. Ja, Level 20, Digga. Der ist jetzt weg. Ah, die ging ganz schön viel EP. So. Hier ist die Höhle. Ich frage mich, wann wir das nächste Mal wieder eine Kapsel kriegen. Ich bin schon ganz gespannt darauf. Hey, da ist eine Art Löwe oder sowas. Ich bin schon ganz gespannt darauf, was jetzt noch passiert. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich werde es hoffentlich auch noch hinbekommen, zwei Dinge zu erledigen. Erstens, Sonntag soll wieder ein Random Game Sonntag kommen. Also wieder irgendein Spielchen, das ich gerne vorstellen möchte, dass ich einfach mal reinzocken möchte. Aber es sich einfach nicht mehr lohnt, ein komplettes Let's Play draus zu machen. Und dann zweitens, Clock Tower. Clock Tower wird es wieder geben, es ist einfach unglaublich gut angekommen. Ich habe ganze 5 Likes da drauf, das ist so eins der besten Let's Plays, das ich seit längerem gemacht habe. Aber ich habe einfach nichts mehr hochgeladen. Das wird sich jetzt ändern, ich werde vielleicht heute, morgen, übermorgen, ich hoffe, ich kriege das noch in jetzt der folgenden Woche hin, so ein Let's Play aufzunehmen. Und ich würde dann einfach sagen, freut euch drauf, wir sehen uns, bis dann, tschüssen, ich bin raus.